Wir sind unterwegs mit dem ukrainischen Militär. Die Soldaten bringen uns vorbei an Checkpoints, die für uns sonst unpassierbar wären. Wir halten am Kulturzentrum von Derhatschi nördlich von Kharkiv. Wenige Stunden zuvor hat eine russische Rakete das Gebäude, in dem es auch eine Essensausgabe und einen Bunker gab, völlig zerstört. Dieses Zentrum war das kulturelle Herzstück dieses Viertels. Wir können uns jetzt sicher sein, dass die Russen die komplette ukrainische Tradition, alles, was unser Volk ausmacht, auslöschen wollen. Drinnen versuchen Helfer in den Trümmern zu retten, was noch zu retten ist. Hinter mir sieht man, wie massiv die Wände waren, die jetzt hier zerstört worden sind, völlig eingefallen. Hier vorne versuchen die Menschen noch die letzten Essensreste in Sicherheit zu bringen, noch wieder zu verwerten. Und hier ist humanitäre Hilfe angekommen aus Schweden, Milch, die aus Schweden hierher gebracht wurde. Wir fahren mit den Soldaten weiter in den Stadtkern. Ich treffe Nathalie. Die 34-Jährige steht kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Jetzt lebt sie in einer Geisterstadt, in der täglich Bombeneinschläge zu hören sind. Ich habe die ganze Zeit Angst, aber ich versuche an etwas Normales zu denken, das Leben so zu führen, als gäbe es diesen Krieg nicht. Die Soldaten wollen uns zeigen, dass hier nichts normal ist. Auf dem Weg ins nördlich gelegene Slatino sind die Straßen fast menschenleer. Wir hören Schüsse, die Frontlinie am zerstörten Bahnhof denkbar nah. Auf der Fahrt hierher war den Soldaten, die uns begleiten, die Anspannung deutlich anzumerken. Wir können uns hier einmal die Zerstörung anschauen. Wir sind nur ca. 4 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Wir dürfen uns maximal 5 Minuten hier aufhalten. Danach ist es nicht mehr sicher. Jederzeit könnte hier eine Bombe einschlagen. Um uns nicht in Gefahr zu begeben, müssen wir jetzt schnell hier weg. Raus aus der Pufferzone. Ein ähnliches Angstszenario in der Großstadt Kharkiv zu verhindern, dafür kämpfen Maxim Boyar und seine Truppe. Die Schutzsoldaten kontrollieren jedes Auto, das sich Richtung Innenstadt bewegt. Heute erst haben wir 3 Personen gestoppt. Eine von ihnen war in unserer Datenbank, in der alle vermerkt sind, die den Russen helfen in diesem Krieg. Wir haben den Verdächtigen dann der Polizei übergeben. Ein guter Tag für den 45-Jährigen und seine Soldaten. Wie viele mutmaßlich Russlandtreue sie schon aussortiert haben, wissen sie nicht. Es seien zu viele, um sie zu zählen.